Hallo zu einem neuen Teil von Diablo. Dann starte ich mal das Spiel. Wir sind schon auf Level 24. Ja. So, mal schauen. Ich habe die letzten zwei Tage nicht gespielt, weil es relativ anstrengende Arbeitstage waren. Wir haben heute Samstag und ich war auch wieder auf der Arbeit aufgrund einer E-Mail-Umstellung. Aber das nur mal so am Rande. Nun freue ich mich wieder endlich mal Diablo zu spielen. Ich muss jetzt nur mal kurz nachdenken, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, hier konnten wir ganz runter. Inventar schaue ich mal kurz an. Habe ich schon alles repariert? Wo steht es? Ich sehe es gerade nicht auf Anhieb. Hallo? Ah, 60 von 60. 80 von 80. Wo steht das denn hier? Ah, es ist unzerstörbar. Deswegen. Interessant. Habe ich doch gar nicht gewusst. Gut, dann springen wir mal runter. Was habe ich denn eigentlich noch im Inventar? Dieses Quest-Item. Wo ich auch nicht weiß, wo ich es zerstören soll. Oh, hier sind wir. Wir hatten auch eine Abkürzung gefunden. Nochmal hoch. Wobei, ich lasse mir jetzt nicht nehmen, erstmal zu schauen, was das hier ist. Das sieht doch gut aus. Und schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Hier war doch irgendwo ein, genau, ein Spalt zur Hölle. I must be getting close. Oh, das sind zwei Truhen. Ich bin gespannt, was jetzt hier auch für Gegner generiert wurden. Das letzte Mal waren hier Aufgang und die Treppe nach unten relativ in der Nähe. Hier scheinbar nicht mehr, aber ist gar nicht mal so schlimm. Da können wir noch ein bisschen leveln. Okay. Da stehen sie. Das ist derselbe Gegnertyp, aber ich glaube, das letzte Mal haben sie rote Angriffe gemacht. Da waren diese Kugeln rot und nicht blau. Ich hoffe auch, dass wir wieder diese Ritter haben, weil die waren relativ einfach zu besiegen. Ich habe keine Lust. Ich habe immer noch Angst vor diesen gelben Skeletten mit Flügeln. Das war ja absoluter Albtraum. Da bin ich ja kaum weitergekommen. Könnte ja einen Lebensenergie ausgesaugt haben. Oh, was ist denn hier unten los? Sieht aus wie ein Spezial... Oh nein, jetzt sind Zauberer. Oh mein Gott. Ah, geht da dafür schnell kaputt. Aber ich habe keine Lust, nur gegen Zauberer zu kämpfen. Da waren mir die Ritter ehrlich gesagt lieber. Vor allem, weil die immer hier sich, sich verschwinden, wir woanders hier auftauchen. Das ist doch, da brauchen wir Stunden, um das Ding hier zu schaffen. Die sind nicht stark, aber ja, wie gesagt, das scheint hier der Standardgegner zu sein. So ein Mist. Oh Gott. Ich glaube, ich starte da sogar das Spiel jetzt mal neu, weil... Nicht wegen dem Schwierigkeitsgrad, wobei die geben ja auch 1500 Punkte, das ist natürlich auch fett. Dadurch, dass sie hier immer sich an anderen Stellen hin teleportieren, zieht sich das jetzt ungemein in der Länge. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich kann es nochmal versuchen. Ja,
Das nervt absolut, wie sie sich wegteleportieren. Ah, hier diesen speziellen Gegner würde ich noch gerne besiegen. Den da. Und dann starte ich das Spiel neu in der Hoffnung, dass hier wieder diese schwarzen Ritter generiert werden. So, oh, nur so ein Stofftuch in Gold, interessant. Ah, jetzt hauen schon die nächsten auf. Erstmal alles reparieren. Wow, what can I do for you? Wow, 6 Goldmünzen. Ich soll es auch identifizieren. Mein Gott, habe ich noch 2 Tage lang nicht gespielt. Und vergesse hier schon alles. Ups, zurück, zurück. Wow, what can I do for you? Oh, 4000. Relativ gut, aber wahrscheinlich gegen mein Schwert hier chancenlos. Oh, 11 zu Magie und 11 auf Lebenskraft. Liest sich gut, aber ja, bringt mir nichts. So, ist das hier was Besseres? 3800, das hat nur 2100. Plus 14% Chance, das finde ich immer toll auf magische Gegenstände. Na, hier habe ich Lebensregeneration, das ist halt schöner. Plus Feuer. Resistenz. Vor allem wird das wahrscheinlich auch nur so ein Gürtel sein, was sogar nur so einfach hat. Also verkaufen wir es mal. Ja, kann ich das Spiel ja gleich dann, wenn ich Exit mache, bin ich ja sofort weg. Vielleicht bei New Game muss ich mal austesten. Und dann kontrollieren wir mal, dass jetzt hier die Ritter generiert wurden. Weil ansonsten zieht sich das Let's Play sehr in die Länge. Man hat zwar gesehen, ich bin gegen die gut angekommen. Also das ist nicht so die riesen Schwierigkeiten. Aber da sich immer wegteleportieren, hat es ewig gedauert, das Level zu knacken. Da, ich will rein. Hallo? I must be getting close. Bitte lass es jetzt Ritter sein. Oh, was ist das? Na gut, die nehme ich aber trotzdem lieber als... Aha, ich bin gegen Feuer resistent. Oh, da muss ich, glaube ich, mit Nahkampf rein. Hier ist wieder so ein Spezialgegner, ein Leutnant. Ich glaube, das ist sogar ein Questmonster. Ich hau hier einfach mal rein, in der Hoffnung, dass ich nicht draufgehe. So, jetzt muss ich auch mal kurz hoch. Aber irgendwie geht das hier nicht. Hallo? Danke. Einfach nur, um wieder die Tränke aufzufüllen. So.
Ich glaube, die sind sogar härter als die Zauberer. Aber sie teleportieren sich nicht weg und daher kämpfe ich lieber gegen härtere Gegner als gegen feige Gegner, sage ich mal. So, wir können auch ruhig mal ein paar Heiltränke kaufen. Wir werden bestimmt nämlich alle gleich aufbrauchen. Gleich alles reparieren und hier den Trank trinke ich mal. Also für 10 Minuten lang höhere Lebenskraft. Wobei besser gesagt, Lebensenergie ist wohl das bessere Wort dafür. So. Und rein in die Masse. Ich wollte sagen, wir richten jetzt auch langsam weniger Schaden an. Machen sie aber nicht. Können hier mal so. Ah, ich habe keinen Mana. Ja, die geben auch ordentlich Erfahrungspunkte, das ist schon mal gut. Okay, jetzt wird es hier gefährlich. Diese weg mit dir. Jetzt noch den letzten hier. Und dann machen wir den Boss. Oh, der macht richtig, richtig ordentlich Schaden. Im Nahkampf. Geh noch mal kurz hoch, um die Tränke aufzufüllen und auch gleich alles zu reparieren. Wow, what can I do for you? What ails you, my friend? Ja, können wir ruhig alles voll machen. Der wird uns noch viel kosten. Ich hätte gern noch Mana. Ich habe keine Lust, bis zur Hexe zu laufen. Vielleicht habe ich in der Truhe sogar noch was rumliegen. Regeneriere ich eigentlich Mana? 9 von 75? Nee. Mana, Mana, Mana. Oh ja, Tatsache. Es war nicht viel, aber. Kann ich eigentlich hier Bücher lesen? Ja. So, komm her. Ich kann auch versuchen, ihn mal mit Pfeil zu erwischen. Das wäre auch eine Maßnahme. Wow, da machst du so gut wie keinen Schaden. Oh, das sind sehr zäher Brocken.
So. Da habe ich ihn erwischt, aber hat mir nicht wirklich was Besonderes gegeben. Ich habe mit einem goldenen Gegenstand zumindest gerechnet. Na danke. Na gut, so eine Plattenrüstung ist auch nett, wenn sie golden wäre. Ah, die schwarzen Ritter, die waren, glaube ich, eine Ebene höher. Jetzt, das letzte Mal waren wir ja auch schon hier. Mit diesen Balrogs heißen die ja wie von Herr der Ringe, das Vieh. Mal sehen, ob die anderen auch so hart sind, weil das war eine ganze Gruppe mit so einem Leutnant und die anderen waren ja mit blauen Schrift bezeichnet. Das heißt, die hatten auch besondere Fähigkeiten. So, müssen sie vorsichtig vortasten. Ah, die hier sind jetzt neu. Diese Schlangendinger. Ja, die gehen ja noch. Vor allem, weil ich gegen Feuer 75% Immunität habe. Das Spiel macht, ich weiß nicht warum, also macht richtig Lust auf Fallout 1. Weil mir fällt auch jetzt aus die Ähnlichkeit auf. Habe ich ja jetzt in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, ich weiß nicht warum, aber die Grafik ist doch irgendwie gleich. Ich glaube, Diablo 1 hatte, als es rausgekommen ist, auch vom Start weg eine relativ schlechte Grafik zur damaligen Zeit. Und das gleiche war ja auch mit Fallout 1. Es hatte bereits eine schlechte Grafik, als es rausgekommen ist zum Erscheinungsdatum. Hier müssen wir aufpassen, hier ist wieder so ein Sonder Vieh. Lass mal die wegmachen. Der hängt. Ja, macht auch kaum Schaden, der Bogen. Da gehen wir gleich wieder mit in Nahkampfangriff. Ah, der zieht auch Lebensenergie ab. Sehr gefährliche Gegner, die muss man schnell platt machen. So, zack, 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 zack. Passt da noch rein? Hier, ja. Alle gegen Feuer immun. Der Nachteil ist, dass mein Schwert, glaube ich, auf Flammenschaden macht. Ja. Flammenschaden 1 bis 10, beziehungsweise Feuerschaden. Das bekomme ich bestimmt nicht mehr ins Inventar. Ich habe keine Lust zurückzulaufen, obwohl wir relativ kurz bei der Abkürzung waren. Ich habe die Hoffnung, hier noch das ein oder andere schöne Objekt zu finden. Da wir nur noch drei Etagen zu Diablo haben. Nee. 7000, nicht schlecht. Schaden 12, oh, bis 28. Da bin ich an Überlegen und steht 4% an Lebensenergie, weil Feuerschaden bringt mir nicht viel. Ah, es hat aber nur normale Angriffsgeschwindigkeit. Was ist das? Das ist Mist. Ah, hier die kleinen Tränke bringen mir eigentlich gar nichts. So, dann mal schauen. Schaden 106, nur 69. Ja, dann behalten wir mal das Schwert. Nochmal alles reparieren. Und dann geht's wieder runter.
Huch. Ah, ich bin auch manchmal durcheinander. Ich bin ja durch das Portal gegangen. So, unser Bonus auf Geschicklichkeit hört auch gleich auf. Oben rechts sieht man's. In ein paar Sekunden ist es aus und vorbei. Aber diese kleinen Tränke nützen mir nicht, ich immer nur diese großen mit. Ich habe noch Mana im Inventar. Nein, habe ich nicht. Na, hier geht's hoch Level 12. Ich hätte noch gern einen besseren Bogen. Das wäre natürlich noch cool. Ein Bogen, den ich aber hoffentlich dann auch benutzen kann. Oh, hier oben, das sieht gefährlich aus. Da unten wartet doch schon ein Gegner. Die werde ich wahrscheinlich auch mit Nahkampfangriffen eigentlich ganz gut machen können. Aber ich bin zu faul, aufs Schwert zu wechseln. So, da kommt doch noch einer. Und hier unten wartet auch jemand. Können ruhig mal ein bisschen vorschießen, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Gegner, den wir schon erwischen können. Ja, hier hat einer sich um die Ecke versteckt. Mana, super. Ja, da kommt doch einer. Hallo, ich treffe nicht. Oh, wir steigen aber auch relativ schnell auf, finde ich. Da hatten wir es an anderen Stellen schwieriger. Bin mir sicher, dass wir dieses Buch schon mal gelesen haben. Wir können es trotzdem nochmal machen. Vielleicht bewirkt es irgendetwas. The armories of hell are home to the warlord of blood. In his wake lay the mutilated bodies of thousands. Angels and man alike have been cut down to fulfill his endless sacrifices to the dark ones, who scream for one thing: blood. Ja, du sollst nicht vorgehen, das war jetzt blöd. Ein bisschen zurück und... Ja, ich könnte jetzt eigentlich aufs Schwert mal wechseln.
Ja, ich bin mir sicher, dass wir noch aufsteigen werden. Entweder auf dieser Ebene oder auf der nächsten. Oh, okay. Was ist denn das aber für eine ganze Horde bekommt? Oh, da hinten ist eine Sackgasse. Das ist jetzt nicht so geschickt gewesen. Ah, da muss ich wieder mal mit meinem Spezialangriff draufhauen. Und mich durcharbeiten. Nicht gut, dass ich jetzt hier hinten festklemme. Ich muss hier raus, 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 raus. Denn wenn wir festklemmen, ist das automatisch unser Tod. Am besten kämpfen wir hier in der Gegend. Einfach aus dem Grund, weil wir hier schnell die Treppe hoch könnten. Ne, es bringt mir ja auch nicht viel. Das bringt mir gar nicht viel, weil das ist ja nur eine Treppe zur höheren Ebene. Lasst mich mal in Ruhe. Wir müssen, glaube ich, doch mal in der Stadt und Mana-Tränke besorgen, ansonsten zieht sich das in der Länge. Mache ich ungern, weil ich jetzt bis zur Hexe laufen darf. Hello, my friend. Stay a while and listen. Na? What ails you, my friend? Den ein oder anderen Trank können wir mitnehmen, so. Well, what can I do for you? So, was haben wir hier? 7000, 5000, Klasse 20, Rüstungsklasse, gegen Licht 14%, Resistenz plus 1 auf alle Attribute. Da ist das hier besser, können wir verkaufen. Ist gar nicht mal so schlecht, aber gegen meine aktuelle Rüstung stinkt es ein bisschen ab. So viel möchte ich auch nicht mit mir rumschleppen. Ich denke mal, das reicht. Und wir werden dann auch sofort ein Portal wieder aufmachen, falls wir doch sterben. So, jetzt rein. Jetzt kurz mal flüchten. Einfach nur aus dem Grund, dass ich einen Mana-Trank trinken kann. Den Gürtel wieder auffrischen und dann kloppen wir wieder rein. Jetzt habe ich das Inventar zugemacht, das war eine blöde Idee. Ja, was muss ich hier schon aufpassen? Ich drücke hier schon Zahlen für meine Heiltränke, die so schon gar nicht mehr existieren, weil, ups, weil die Gürtelstelle schon leer ist. Nicht auf den blauen, sonst mal die hier alle machen. Was habe ich aus Versehen zwei Tränke auf einmal genommen? Ich komme hier gerade nicht weg. Und da müssen wir schon wieder das Portal benutzen. Weil mir meine Heiltränke ausgegangen sind. Das ist schlecht.
Oh, Mana ist auch schon angegriffen. Hätte ich doch ein bisschen mehr kaufen sollen. So, und jetzt wieder runter. Wobei, das Menü hier sollte ich auflassen. Mein Inventar, damit ich auch gleich wieder ein Stadtportal aufmachen kann. Na, wieso machst du mal zu? Auflassen und rein. Na, ich muss mal hier die Roten besiegen, bevor ich den Dicken angreifen will. Ja, wieder mal den Gürtel auffrischen. Zack, zack. Zack, zack. Zack. So, da haben wir ihn geschafft, die ganze Gruppe, die ganze Meute, aber haben nichts Cooles hinterlassen. Naja, außer viel Geld, aber Geld ist relativ. Sollen wir mal beobachten, ob sich mein Mana automatisch füllt? Ich glaube aber nicht. Nein, mein Mana füllt sich nicht automatisch. Ich wollte jetzt gar nicht so weit vorlaufen. Mann. So. Wir arbeiten uns hier relativ vorsichtig vor. Ich glaube, ich werde das ganze Level hier auch räumen. Einfach nur, um wieder mal eine Stufe aufzusteigen. Wir müssen gleich wieder hoch. Meine Tränke sind wieder sehr niedrig. Da sehen wir so einen ganzen Haufen von Gegnern. Ja, das sind normale Gegner. Oh nein, da ist noch ein besonderer Gegner mit dabei. So, hier war auch gleich in der Nähe unser Stadtportal, wenn mich nicht alles täuscht. Mal ein bisschen die Gruppe ausdünnen hier, ehe wir uns ins Getümmel stürzen. Mit meinem Schwert. Sind das hier alles nur goldene? Ja. Aber die halten nicht viel aus.
Oh, Langbogen, da freue ich mich doch. Hier oben scheint noch ein Gegner rumzuturnen. Gehen wir jetzt erstmal hoch, um allein meine Tränke wieder aufzufüllen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? 2400. Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Bogen gefunden, der meinen aktuellen übertrifft. 2004. Nee, da ist der Helm eindeutig besser. 680 weg. Wie viel Geld haben wir mittlerweile? Wir waren, glaube ich, über 1000. Oh, mittlerweile haben wir schon über 100.000, meine ich. Jetzt sind wir schon bei 180.000 rund. Da werden wir bald vielleicht sogar noch die 200.000 Münzengrenze überschreiten. Und dann kaufe ich mir doch ein paar Mana-Tränke, da wir es doch des Öfteren benötigen, wenn wir solche Gegnergruppen, die hauptsächlich aus starken Gegnern besteht, wieder antreffen. Ich glaube, ich hatte noch in der Truhe einen starken Bogen, den ich auch noch nicht einsetzen konnte, weil er zu viel Geschicklichkeit gebraucht hat. Erstmal würde ich gerne hier meinen Mana auffüllen, ja. Und ich hoffe, das reicht diesmal. Bald besteht mein Inventar nur noch aus Tränken. Ich habe alles repariert. Wow, what can I do for you? Na Quatsch, hier wollte ich hin. Bogen. Ich hatte doch sicherlich noch einen guten Bogen. Oder auch nicht, vielleicht trage ich den sogar gerade. Und hier habe ich es mir nur eingebildet. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht wieder den Gürtel tragen soll, wo ich besser bzw. schneller bzw. eine höhere Chance habe, magische Gegenstände zu finden. Wie gesagt, mein nächster Wunschgegenstand ist ein stärkerer Bogen. Weil es wäre so ein starker Gegner. Wahrscheinlich hier unten schon drin, ne? Oh, ein Amulett. Auch schon lange nicht mehr gefunden. Aber trotzdem würde ich einen Bogen besser finden. Oh, da kommen eigentlich alle die Gegner. Das ist doch hier bereits zum Teil ein Gebiet, den ich doch eigentlich gesäubert habe.
Da habe ich ihn noch erledigt, bevor er mich angreifen wollte. So, die kleinen Heilportionen nehme ich gar nicht mehr mit. Da es sich kaum lohnt. Ja, da kommt doch noch jemand. Oh, hier waren noch ein paar Gegner, hätte ich nicht gedacht. Jemand da rechts, die beiden sind auch irgendwelche besonders starke Gegner. Ich will die noch nicht anschießen, deswegen gehe ich ein bisschen. Platziere ich mich so, dass ich die beiden da unten nicht treffe. Ja, wie ich schon geahnt habe. Champion. Oh oh. Zwei Stück auch noch. Ich kann es vielleicht vorloggen. Ist das hier auch ein Champion? Diese blöden Schlangen. Ich hasse die. Dass ich mindestens die vielleicht einzeln rausloggen kann. Nee, da kommt gleich die ganze Truppe. Da ist die erstmal erledigt. Und hier war, ich glaube, die Abkürzung nach oben. Dann ist das hier relativ praktisch. Ja, hoch zur Stadt. Oh, oh, oh. Gut, sobald die keine Nahkampfangriffe machen, denke ich mal, sind die auch relativ einfach zu besiegen. Wenn die da nur stehen bleiben und das gerade die ganze Zeit machen. Weil gegen Feuer habe ich ja Immunität. Gefährlich wird es nur, wenn sie in Nahkampf übergehen. Geben gar nicht so viele Erfahrungspunkte. Ich glaube, das waren nur 700. Ich habe schon Gegner angetroffen, die haben doch über 1000 gegeben. Waren dafür auch relativ einfach zu besiegen, finde ich. So, erstmal hier alles ausrüsten. Und haben auch nichts Schönes hinterlassen. Hier ein Trank der Geschicklichkeit, das nehmen wir mal und wenden es auch gleich an. Vielleicht ist hier hinten noch irgendwas Cooles, eine Truhe oder sowas. Ups, das wollte ich gar nicht. Da habe ich aus Versehen die Steam-Oberfläche geöffnet. Nee, hier ist gar nichts. Ich dachte, die verteidigen irgendwas Schönes. Aber nein, dann eben nicht. So, hier sind doch bestimmt auch noch irgendwo vereinzelt Gegner. Ja, da kommt doch schon einer. Was macht das denn? Ich weiß es nicht. Ich
Wir kommen unseren Stufenaufstieg immer näher. Ah, da scheint es runter zu gehen. Die Karte ist auch relativ groß. Okay, unser Gürtel ist prall gefüllt. Ach. Ich finde es faszinierend, dass diese Steam-Oberfläche bei den Spielen überhaupt funktioniert. Und soweit ich weiß, funktioniert das ja nicht bei jedem Spiel. Ah, hier war es schon. Da kann ich mal ruhig reingehen, so. Na, das Geld sollten wir noch aufheben. Ein Schild habe ich auch schon lange nicht mehr gefunden. Das sieht da ein ziemlich einfaches Schild aus. Nichts Goldenes. Das sieht übrigens nach was ganz Speziellen aus hier in der Mitte. Müssen wir aufpassen, nicht, dass wir irgendwo hin teleportiert werden. Gürtel habe ich auch keinen Platz mehr. Das ist doch eh nicht für mich. Und ich fange jetzt wirklich. Ich habe es schon bei anderen Teilen angedroht, dass ich vielleicht wirklich damit anfange, nur goldene Gegenstände noch mitzunehmen. Ich ignoriere das mal. Diesen Stab. So, jetzt mal schauen, was passiert, wenn ich mich in der Mitte stelle. Lass mal hier die Rüstung. das scheint gut zu sein. Dann gehen wir doch mal hoch. Denn irgendwann kommt der Zeitpunkt, bei dem jetzt sogar blaue Rüstungen besser sind, blaue Gegenstände statt meine goldene, die ich trage, weil die habe ich teilweise zwei, drei Ebenen über die Ebene, wo ich mich aktuell befinde, gefunden. Wow, einfach nur Mist.
auch noch Mist. 5000, das hat 11.000. Regeneriert Mana ist schön, wenn man Zauberer hat, aber nee. Naja, ich bin nicht so begeistert. So, da können wir das jetzt aufheben. Oder auch nicht. Das auch nicht. Passiert irgendwas, wenn ich stehen bleibe? Nein. Nein, das ist ja aber... Ach, ich nehme es einfach mal mit. Oh nein. Wieder so ein Bossgegner. Da hauen wir mal schnell ab. Machen Stadtportal auf. Oh, das macht der wieder toll. Ich glaube, den haben wir schon mal besiegt. Ja, da kommt mit seinen Kumpels an. Ich glaube, der war relativ einfach zu machen. Ach, schon wieder. Ja, weil ich schon mein Inventar habe. Oh, da hat er viel liegen lassen. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Kann ich hier irgendwas mit hochnehmen? Das Ding will ich nicht. Breitschwert können wir uns vielleicht mal anschauen. Was ist das? Nee, will ich auch nicht. Dann gehen wir mal hoch und verkaufen die Gegenstände. Nee, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich so viele Mana-Tränke. Vorhin hatte ich kaum einen. Ah, jetzt lebt er auch auf einmal wieder. Interessant. Komm, wir lassen ihn wieder mal verbrennen. Hä? Diesmal nicht? Seltsam, das letzte Mal hat das in Hand genommen und es verbrannt. Hätte ich vielleicht doch mal den Text durchlesen sollen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? Mist. Mist. Alles Mist. Gut, dann wollte ich sagen, dass ich dann einen Schnitt mache und dann machen wir gleich weiter. Und dann werden wir komplett die nächste Ebene räumen. Wahrscheinlich werden wir dann auch einen Stufenaufstieg erfahren und schon im nächsten Level vorrücken. Also bis gleich.